Beim Wirbelwitz geht es um 203 Flossen. So schaut es da aus. Ich freue mich nun sehr, die zweite Gruppe von Siegern auf die Bühne zu rufen. Da kommt aus den hohen Norden, aus Island, Raimund Hoffmann aus Deutschland, Tom Krieger und Norbert Rossing sowie Volker Frenzel aus der Schweiz, Daniel Fehr, Henry Jager, Christoph Brunner und Roland Zock. Weiters begrüße ich aus Deutschland Stanislav Belitzka, Joe Eichner, Christian Birkmeier, darf den Tom Krieger bitte zu mir suchen. Tom Krieger. Seit 18 Jahren ist Tom Krieger Profi. Seine Kundenliste ist mit Bayer, mit Mercedes-Benz, mit Greenpeace, mit RTL, mit Weller, Dumont und was ich alles im Internet gefunden habe, prominent besetzt. Seine Bilder beeindruckend in Perfektion und Styling. Er schwebt als Künstler zwischen den scheinbaren Antipoden Fotokunst, Malerei und Grafik. Tom, Ihre Arbeiten sind zu einem Grad perfektioniert, sodass man von nichts anderes als dem aktuellen State of the Art in Sachen Bildbearbeitung und Präsentation sprechen kann. Doch wohin führt uns denn dieser Weg? Wann sind wir an einer natürlichen Grenze? Den schickt die Frau zum Einkaufen, wahrscheinlich mit dem Jumbo-Jet. Menschenbilder, meine Damen und Herren, sind das Thema Nummer 1 in der Fotografie. Das hat ja auch der Volker Frenzel hier gerade gesagt. Gracias.